kann man nicht auswählen. Wo kann ich neue Leute? Na gut, das hatten wir schon. Ah, fragen wir ihn nochmal. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Okay. Vielleicht... Na, wo ist er? Na, wo ist er denn jetzt hin? Gut, ist er denn jetzt schon... Na gut, wenn er jetzt schon da ist, dann müsste er ja jetzt... Ach nee, komm, wo ist denn der jetzt hängen geblieben? Oh Mann, der ist doch hängen geblieben, der Typ. Ach, Menno. Oder hat er sich jetzt alles schon... Hat sich diese Quest quasi schon von selbst gelöst? Ach, da ist er wieder. Alles klar. Vielleicht müssen wir ihn nämlich einfach nur ansprechen, so von wegen, hey, du bist jetzt da. Ah, nee. Ich bin bereit, lass uns gehen. Haben wir ja schon. Im Lager sind wir auch. Komm einfach mit. Vielleicht muss Dusty auch mit hier auf dieser Plattform stehen, dass Baal Tondral ihn auch sehen kann. Ja, ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte. Oh, großer, großer Meister. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Ja, Meister, wir wollen in die Bruderschaft aufgenommen werden. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. Ja, fein. Können wir dann mit dem noch handeln? Nein, das geht nicht. Dann haben wir immerhin schon zwei Baals überzeugt. Ja, dann hoffen wir mal, dass Dusty hier... Ja, Dusty, du kannst... ja, Fifi, du brauchst uns nicht mehr hinterherlaufen. Du kannst jetzt glücklich werden hier im Lager. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns an unseren perfiden Plan, noch reicher zu werden. Huch, die Kamera verrückt gespielt. Noch reicher zu werden. Speichern hier mal ab, falls wieder einer sagt, wir seien ein Dieb. Ich schnapp mir einen Zettel. Und wir versuchen mal, diese Kiste zu knacken. So, rechts war es schon mal nicht. Großartig. Also links. Links. Nochmal links war es nicht. Also links. Rechts. Rechts. Links. Ach, nochmal links. Also links. Rechts. Rechts. Links. Links. Ah, nicht rechts. So, nochmal links. Ach, Menno. Links. Rechts. Rechts. Links. 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 Aha. Alles klar, haben wir es geschafft. Wieder mal Rohstahl. Oh, 27 Pappen Rohstahl. Alter Schwede. Und Klingen auch schon. 16 Stück. Eieiei, Crawlerzangen auch. Na gut. Und eine Axt. Gleich dreifach. Eieiei, das gibt Schotter. Ja gut, aber bei so Kosten von 500 Erz pro Rüstung ist das Geld ja auch schnell weg, ne? Oh, das ist ja lustig. Da war der gleiche Grafikfehler wie vorhin beim zweiten Mal schmieden. Hier. Ja, ist das Geld natürlich auch wirklich schnell weg. Ne? Und ich meine, später werden die Rüstungen noch um einiges teurer werden. Aber jetzt ärgere ich mich fast, dass ich jetzt nicht irgendwie vorhin keine Butlerhose gekauft habe, sondern einen Novizenrock oder sowas, weil die sehen einfach cooler aus. Aber, naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, und während wir jetzt hier die nächsten Klingen schmieden, überlege ich, was wir als nächstes machen könnten. Und zwar... Hatte ich euch schon erzählt in der Aufnahme. Es kann jetzt sein, dass ich jetzt ein bisschen durcheinander komme. Also ich hatte es schon erzählt, aber ich musste ja die letzten Folgen neu sprechen, weil ich hatte diesen Wackelkontakt, der hoffentlich jetzt behoben ist. Also genau, und ich hatte gesagt, dass ich mal diesen Guanaran, diesen einen Wächter da, da habe ich mal einen Sumpfhai hingelockt. Und der Sumpfhai hat den Guanaran einfach... zack, umgelegt und da hatten wir dann gleichzeitig eine Hüterklinge. Weil er verliert natürlich seine Waffe, man kann sein Inventar ausplündern. Ich weiß, es ist ein relativ brutaler Plan.
Aber günstiger und besser kommt man eigentlich nicht an diese Waffen ran. Ne? Und aus diesem Grunde würde ich das eigentlich ganz gerne, wenn wir hier mit dem Schmied fertig sind und den Schmied selbst übers Ohr gehauen haben, indem wir ihm seine eigenen Klingen verkaufen. Seine Luftklinge, die man hier gerade sieht, würde ich das eigentlich ganz gern mal probieren. Und mit der Hose sind wir eventuell auch schon in der Lage, auch die Sumpffliegen im Sumpf zu besiegen. Weil, also ich meine, gerade solche Monster, die machen dann wirklich nicht mehr so viel Schaden. Weil wir ja jetzt schon immerhin 15 Schutz vor Waffen haben. Ja, ich mache hier so ein bisschen Feuerwerk nebenbei. Mach die Klingen fertig, dann müssen wir die auch noch schärfen. Ist natürlich in dem Fall jetzt gerade ein wenig langweilig. Ach, was ich euch mal fragen wollte an der Stelle, kann ich das ja mal machen. Wünscht ihr euch eigentlich angelegentlich auch mal sowas wie Atmo-Take? Also falls ihr das noch, ich weiß nicht, wer von euch, sag ich mal, früher Giga geguckt hat bei NBC Giga Games, da hat der Simon, großartig, auch ein großer Einfluss von mir, hat der Simon Kretschmann mal das Atmo-Take eingeführt, also ein Atmosphären-Take. Und wollt ihr eigentlich mal so eine Folge, wo ich komplett meinen Rand halte? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, letztendlich ist sowas, wo man nichts sagt, halt so eine Art Playthrough. Und ja, dafür seid ihr ja nicht hier, ne? Eigentlich wollt ihr ja unterhalten werden, denke ich mal. Und ja, schreibt einfach mal hin, ob ihr euch sowas wünscht. Und schreibt nach wie vor hin, in welches Lager wir gehen sollen. Nur so finden wir, wie es in der Demokratie üblich ist, den perfekten Konsens. Ne? Wir schmieden hier weiter unsere Klingen mit unserer Schleifstein-Nähmaschinen-Konstruktion, die äußerst modern aussieht. Ja, ich finde es aber großartig, was man hier auch alles interagieren kann. Ne? Ich meine, geht einfach mal so Schleifstein rum, kann man schleifen. Ist auch so, dass wenn man einen Krautstampfer dabei hat, der kann man auch einfach mal krautstampfen. Und da fällt mir ein, mit unserem neuen Waffentalent könnten wir eventuell auch den Harlock besiegen. Den Typen bei Yoru. Ich weiß, ich habe auch schon gehört, ich muss mehr blocken. Ich erinnere mich daran, wie das ging beim Kämpfen. Man musste immer so Schlagblock, Schlagblock. Da gab es so eine gewisse, ja, so ein gewisses Feeling, was man entwickeln konnte. Und dann konnte man so ziemlich eigentlich schnell Gegner besiegen. Und ich habe das Feeling einfach verloren. Das hat das Spiel ewig nicht gespielt. Und merke auch selbst, dass es mir relativ schwer fällt einzuschätzen, wann ich welchen Gegner schon besiegen kann. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Dann müssen wir halt ab und an dann doch neu laden. Aber ich habe auch Kumpels erzählt, ja, ich spiele gerade Gothic und was ich mir vorgenommen habe, ist möglichst wenig zu speichern. Nur einmal am Anfang der Aufnahme und einmal am Ende. Ja? Und die haben mich natürlich alle ausgelacht und meinten, du, Bernhard, das ist eine harte Kiste, Gothic ohne Speichern durchzuspielen. Ne? Hatten sie natürlich recht. Ja, ich hoffe, dass ihr euch deshalb nicht ärgert. Oh, wenn wir einen guten Job machen, dann ist unsere Klinge vielleicht so scharf, dass wir da hinten das Holz spalten können. Aber ist natürlich Quatsch. Weil ist nicht vorgesehen. Hat der Programmierer nicht gemodelt und auch nicht einprogrammiert. Und deshalb geht das nicht. So, jetzt müssten die Dinger aber auch bald fertig sein. Ja, das war die letzte. Wir sprechen mit Darion und bieten ihm unsere 1A-Qualitätsware an. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ja, schön. 200 Gold. Das reicht doch bei Weitem nicht. Aber wir können Pfeile und Bolzen mitkaufen, weil die haben nämlich auch den Wert 1 und sind vom Prinzip her fast wertvoller als Erz, weil wenn man nämlich niedergeschlagen wird, wird man nämlich von den, da sehe ich gerade, hier Rohstahl kostet 40 Erz, 50 Erz bringt die volle Waffe, da könnte man auch nochmal Geld machen, das würde mir jetzt aber ein bisschen zu lange dauern, nee, weil wenn man nämlich Bolzen und Pfeile hat, die klauen einem nämlich nicht die Leute, die einmal niederschlagen, und wir nicken hier mit dem Kopf, weil ich die ganze Zeit einzeln auf die Taste drücke, lass ich mal sein hier, so, genau, 400 Gold und diese Pfeile, die werden einem eben nicht weggenommen, ne, und die Bolzen, ja, jetzt habe ich es dreimal gesagt. Und jetzt auch gut. Oh, die Axt hat ja den Wert 320. Ist ja unglaublich. 29 Schaden. Dann nehmen wir natürlich die Axt als Waffe und nicht unsere grobe Klinge.
So, machen wir 370, machen wir 420, machen wir 420 und... Pass auf, du packst noch einen grünen Novizen drauf und der Handel gilt, okay? Okay, Mann. Alles klar, so, hier. Sei froh. Wir sind einiges reicher geworden und die Axt, die sollten wir auf jeden Fall ausrüsten, denn 29 Schaden sind mehr als 20 Schaden. Ganz genau. So eine Axt sieht ja auch... Hat was, ne? Sieht cool aus, muss man einfach mal sagen. Ja, dann würde ich sagen, mit unseren 29 Schaden, unserem hart gestiegenen Talent im Schwertkampf, probieren wir mal El Kiferino, der hier den ganzen Tag einfach nur vor sich hin raucht, zum Arbeiten zu bewegen. Harlock, alte Socke. Du solltest jetzt langsam mal arbeiten gehen. Vielleicht von hinten so ein bisschen? Dann muss er erst aufstehen. Was hast du? Klarer Sieger, hör ich sagen. Na, was war denn das? Ja, habt ihr das gesehen? Du lernst schnell. Bam, so Harlock. Und natürlich hat er nichts weiter dabei. Gut, während er sich erholt, holen wir einfach mal bei Fortuno. Und zwar unsere tägliche Ration. Bitteschön. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal das rauchen. Das wird dir noch leid tun. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Oh, wir könnten Fortuno auch ein bisschen Geld abknöpfen. Ich will handeln. Was willst du haben? Als Local... Oder willst du was verkaufen? Als Local Dealer müsste er ja, na gut, ein bisschen mehr hätte ich jetzt schon erwartet in seinem Inventar. Aber für 150 Erz ist er gut. Das machen wir einfach mal. Obwohl, wir könnten uns eigentlich auch mal hier das Edelzeug holen. Mal so einen Traumruf vielleicht. Ja, so 2-3 Traumrufe. Man soll ja nicht immer das gleiche rauchen. Und einen grünen Novizen können wir auch mal probieren. Ja, dann hauen wir hier noch 2 Schwerter rein und haben ordentlich Zeug dabei. So. Ja, Harlock, jetzt erzähl mal, möchtest du jetzt arbeiten gehen? Steh auf, los. Suchst du wieder Streit? Hast du langsam Lust bekommen, arbeiten zu gehen? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Oh, das haben wir gehört, Alter. Klarer Sieger, so, würde ich sagen. Das für den Mistkerl, du. Jemanden und du bist verlassen. Das ist blöd, Mann. Ja, lass natürlich nicht mit uns machen. Ja, ihr seht, es ist eine Gefangenenkolonie und das ist absolut authentisch. Ja, würde ich sagen, gehen wir zu den Krautstampfern. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal ein wenig Erfahrungspunkte, wenn wir mit dem Typen quatschen. Und den müssen wir ja auch noch in irgendeiner Art und Weise beeindrucken. Die ich natürlich schon weiß, denn ich erinnere mich daran. Und die Krautstampfer, die waren hier irgendwo links abgebogen. Den Baal da vorn, den hatten wir schon beeindruckt. Mit Lesters Hilfe. Und hier, nee, da müssen wir hier mal durch das eklige Sumpfwasser. Stapf, stapf, wart, wart, stapf, ekel, i. Bisschen ausschütteln. Okay. Nochmal vielleicht so. Und jetzt... Wo ist Harlock? Ach, Harlock stampft schon, ne? Das war ja... Ich habe mit Gurin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war... Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Ja, und wo genau können wir diese Sammler finden? Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit.